Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich konnte die letzten Tage leider kein Video machen, weil mein Computer ist kaputt gegangen. Ich brauchte einen neuen. Nach 5 Jahren hat er den Geist aufgegeben und deswegen konnte ich keine Clips machen. Und jetzt habe ich mir einen neuen Rechner gekauft und hoffe, dass der besser läuft und vielleicht ein bisschen schneller ist als der, den ich vorher hatte. Ich wollte ein bisschen Fortsetzung machen von dem, was wir schon mal besprochen und durchdacht hatten bezüglich Ismael und Isaak. Paulus sagt ja in Galater 4, diese Worte bedeuten etwas. Diese Worte bedeuten etwas. Es gibt die Freie, das ist die Sarah, und es gibt die Knechtische, das ist die Hagar. Und es ist überhaupt nicht so, dass Ismael für den Islam steht, ja? Das sagen die Juden und sagen auch die Muslime. Paulus sagt was anderes. Paulus sagt, Ismael als Erstgeborener, der den Segen nicht geerbt hat, ist ein Bild auf das, oder eigentlich muss man genauer sagen, Hagar ist ein Bild auf das Jerusalem, was jetzt ist, sagt er, auf das irdische Jerusalem, das unter Gesetz getan ist. Und Ismael steht für die Kinder des Gesetzes, nämlich für die Kinder, die unter Gesetz sind. Während Isaak ein Kind der Freien ist, ja, die Sarah war die Freie, das war die Frau von dem Abraham, die war keine Knechtische, die ist ein Bild auf das himmlische Jerusalem. Und er sagt, wir sind wie Isaak Kinder der Verheißung. Oder Luther übersetzt noch genauer, er sagt, wir sind Isaak, Kinder der Verheißung. Das heißt, Paulus sagt, der Erstgeborene, Ismael, steht für die, die unter dem Gesetz waren. Das waren die Juden. Und Isaak steht für die, die von der Freien geboren sind, vom himmlischen Jerusalem geboren ist, denn die ist unser aller Mutter. Das sind die Christen. Jetzt wird es super schwierig, ja, weil hier trennt sich eigentlich so die Spreu vom Weizen. Hier ist die Frage, wer denkt da irdisch, wer denkt ethnisch, wer denkt in Völkern und in Stämmen, so wie die Juden denken, gesetzlich, wie der irdische Mensch denkt, und wer kann himmlisch denken? Keiner der Erzväter, der 2 Söhne hatte, hat den Segen auf den ersten vererbt, auf den ersten, so wie es eigentlich im Gesetz ja steht, sondern immer hat der Zweitgeborene den Segen geerbt. Ja, da haben wir schon einen Clip drüber gemacht. Abraham hatte 2 Söhne, Ismael und Isaak, da hat Isaak den Segen geerbt. Isaak hat wieder 2 Söhne, Esau und Jakob, da hat Jakob den Segen geerbt. Jakob hat dann wieder Ephraim und Manasse gesegnet von Josef in Ägypten, hat auch wieder der Jüngere den Segen geerbt. Und das ist immer wieder so gewesen, ja, und daraus kann man 2 Bündnisse sehen. Paulus sagt, diese Worte bedeuten etwas. Das hat eine Bedeutung. Denn der Erstgeborene ist Israel, das Israel des Alten Testaments, das nicht den Segen der Wiedergeburt geerbt hat. Und Isaak ist der verheißene Sohn des Neuen Testaments, der Gottes Geist bekommen hat, der den Segen des Vaters geerbt hat, der die Wiedergeburt geschenkt bekommen hat. Das ist das Neue Testament. Das sind die Kinder Gottes in Jesus Christus. Das ist eine wunderschöne Auslegung. Die Galater haben den Paulus dafür wahrscheinlich geschlagen. Und die Juden hätten ihn wahrscheinlich gesteinigt dafür. Denn die haben gesagt, wir sind da nicht Ismael. Das heißt ja nicht Abraham, Ismael, Jakob, sondern das heißt Abraham, Isaak, Jakob. Und daraus kommen doch die 12 Stämme. Ja? So liest man es nach den Buchstaben. Ja? So sagt es der Buchstaben, so sagt es das Gesetz. Paulus versteht das aber nach dem Gesetz des Geistes. Der macht eine ganz andere Linie auf. Der macht eine himmlische Linie auf. Und der sieht diese Söhne der Erzväter als die beiden Bündnisse an. Diese Worte bedeuten etwas. Denn das eine ist Hagar, ja, die laut im Arabischen Sinai, der Berg Sinai bedeutet und meint die, die unter dem Gesetz sind. Und Sarah ist die Freie. Ja, und er sagt, die Kinder der beiden sind Ismael und Isaak. Und Ismael steht für die Gesetzesleute, nämlich für die, die unter dem Gesetz sind, für die Juden und auch für Christen, die unter dem Gesetz sind. Und
Er sagt, wir sind Isaak, nach der Verheißung Kinder und haben den Segen geerbt, weil wir Gottes Geist geerbt haben, geschenkt bekommen haben, weil wir die Wiedergeburt geschenkt bekommen haben und weil wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus geschenkt bekommen haben. Etwas, dem Israel wohl nachgejagt hat, das Israel aber nie erreicht hat, bis heute nicht erreicht hat. Wenn das aber so ist, und jetzt komme ich eigentlich dazu dem springenden Punkt, wenn das so ist, dass Ismael für das irdische Jerusalem steht und Isaak für das himmlische, und Isaak, weil Isaak den Segen geerbt hat und Isaak der Zweitgeborene war und keiner der Erzväter dem Erstgeborenen den Segen vererbt hat, sondern immer dem Zweitgeborenen, dann gilt das auch für die anderen Geschwisterpärchen, auch für Jakob und Esau. Dann wäre auch Jakob ein Bild in der Nachfolge und in dem Erben des Segens, ein Bild auf die neutestamentliche Gemeinde. Und Esau wäre als Erstgeborener ein Bild auf das Israel des Alten Bundes. Genauso wie Ismael und Isaak Bilder aufs Alte und aufs Neue Testament sind, so wären dann auch Esau und Jakob Bilder aufs Alte und aufs Neue Testament. Dann wäre aber das irdische Israel, was wir heute haben, dann wäre ja das irdische Israel Edom, Esau. Dann würden sie ja, wenn sie Edom verfolgen und als ihren Erzfeind ansehen, eine fatale Verwechslung vornehmen. Denn nach den Worten des Paulus sind sie selber Edom, sie sind Esau. Damit kehrt sich natürlich dann die Auslegung der Rabbiner vollkommen um und man sieht, welches große Licht der Paulus gehabt hat und wie wenig Licht die Rabbiner haben. Denn dann gilt das auch für Ephraim und Manasse, dann gilt das auch für Esau und Jakob, nämlich das, was auch für Ismael und Isaak galt. Ja, versteht ihr das? Das sind zwei Bündnisse, diese Worte bedeuten etwas. Das heißt, wenn man das ganz frontal sagt, dass Israel selbst Edom ist und hier einen fatalen Fehler begeht. Einen Fehler begeht, der diesem Volk am Ende selbst zum Gericht werden wird. Wir Christen, wir müssen in der heutigen Zeit nicht unbedingt mit Fingern auf irgendjemand zeigen. Ja, wir haben selber Probleme genug, Sünden genug, Fehler genug, Abfall genug. Ja, wir haben schwache Verkündigungen, in unseren Gemeinden werden allerlei unsinnige Dinge getrieben. Aber es muss trotzdem gesagt werden, weil wir in so eine Zeit hineinkommen, wo dieses alte Buch, diese alte Bibel plötzlich hochaktuell wird. Hochaktuell. Viel aktueller, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Und die Tatsache, dass die Bibel in den Medien extrem verunglimpft wird als altbackenes, verschrobenes Buch mit vielen Fehlern, sollten eigentlich viele, die sich die Presse heute anschauen, auch merken, dass da was nicht stimmt und vielleicht sogar genau das Gegenteil wahr ist. Wie ja in vielen anderen Meldungen auch oft das Gegenteil wahr ist. Wenn ihr den Gedanken mitnehmt in diese Clips, die ich gemacht habe über die Schlaglichter und über die Rabbiner, die dann über Edom sprechen und dass Edom Europa ist und dass Edom der Ur- und Erzfeind der Juden ist und dass Edom sich aufgeteilt hat, laut Talmud, ja, in Europa, das christliche Europa, das römisch-katholisch-christliche Europa einerseits und dann auch Amerika, die Pilgrim Fathers, also Amerika ist das gute Edom und Europa ist, das hat der Rabbi da nicht gesagt, ja, weil es auch zu fatal wäre, das so deutlich zu formulieren, und Amerika ist nur deswegen das gute Edom, weil von Amerika jede Menge Geld nach Israel fließt, die Milliarden nach Israel fließen und zwar schon seit über 70 Jahren riesige Beträge nach Israel fließen. Aber wenn man das weiß, wenn man dem Paulus gut zuhört und das liest, was der im Galaterbrief in Galater 4 sagt, und wenn einem da die Augen aufgehen darüber, dass das zwei Bündnisse sind, die da beschrieben werden,
Und das dann vergleicht mit dem, wie die Rabbiner heute sich selber als Esau ansehen und die bösen Nichtjuden als Edom, dann muss man sagen, ihr lieben Rabbiner, ihr verwechselt ja schon wieder alles. Ihr werft ja schon wieder alles durcheinander. Denn das, was ihr behauptet, dem widerspricht das Neue Testament und das Alte Testament noch mehr. Euer Altes Testament, eure Bibel, euer Tanach widerspricht dem. Und ihr habt gar kein Licht dafür. Ja. Wir aber sind Isaak nach der Verheißung Kinder. Unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist, das keine Geburtswehen leidet. Ja, die Clips angesehen haben, die wissen, was ich damit meine. Die wissen auch, was Paulus damit meint, wenn er das so formuliert, wie er es denn dann formuliert. Er hätte auch sagen können, dass Jerusalem das droben ist, das ist unser aller Mutter. Das tut er aber nicht. Also er zitiert ja auch nur Jesaja, ich glaube 54, da steht, dass Jerusalem das droben ist, das keine Geburtswehen leidet, das ist unser aller Mutter. Denn das Jerusalem, das hier ist, auf Erden ist, das wird nochmal Geburtswehen leiden und auch gebären. Und dann wird auch da ein Überrest geboren werden und zum Glauben kommen an Jesus Christus. Also es ist eine ganz wunderschöne Sache, die Paulus da schreibt. Und da befindet man sich so an so einer Schnittstelle, denn da ist die Frage, versteht man diese Aussagen nach dem toten Buchstaben, ethnisch, völkisch, oder versteht man sie nach dem Geist Gottes? Nach dem Geist, den er uns gegeben hat, dass wir sein Wort verstehen sollen, in der Tiefe, in seiner eigentlichen Bedeutung. Ja, und wenn das geschieht, dann kann man verstehen, dass Hagar ein Bild war auf das Jerusalem, was jetzt ist. Und Ismael ein Bild ist auf die Juden, die unter Gesetz getan sind, ja, die irdisch denken. Und dass wir aus Gottes Gnade, nicht aus besonderem Verdienst, sondern dass wir Isaak sind. Oder die Elberfelder sagt, wir sind wie Isaak, Kinder der Verheißung. Ja, denn unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist. Das ist wunderschön. Wenn man so anfängt, die Bibel zu lesen und zu verstehen, dann freut man sich einfach über die Stellung, die man geschenkt bekommen hat in Christus, dass wir wissen, dass alles gut ist, dass Gott da ist, dass Gott kommt, ja, dass wir nicht alleine sind in dem ganzen Schlamassel hier, ja, den wir vielleicht selber in unserem Leben angerichtet haben oder den andere vielleicht in unserem Leben angerichtet haben oder noch anrichten werden, sind wir nicht allein, wir haben Hoffnung. Wir wissen, wo wir hingehen, wissen, wo wir herkommen. Wir haben einen Gott im Himmel, ja, der seinen Sohn gegeben hat. Wie will er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist wichtig, dass wir uns da immer wieder beschäftigen mit diesen Gedanken. Erstens mal füllt das unser Herz, zweitens mal ernährt das unseren geistlichen Menschen, drittens mal wissen wir dann, woran wir glauben sollen, was wir glauben dürfen aus Gottes Gnade, und viertens kriegen wir ein ganz neues Licht für das, was hier in der Welt immer mehr um sich greift und was abgeht, was sich niemand traut, beim Namen zu nennen, was damit wirklich geplant ist und wer wirklich dahinter steht. Ja. Das darf man nämlich nicht tun. Und wir schauen mal, wie weit wir da noch kommen. Es gibt noch eine andere Sache, die ich gerne auch noch machen möchte. Ich möchte gerne noch was sagen zu diesem Weib im Epa. Ja, da hatten einige auch schon Kommentare zugegeben. Habe ich mich sehr gefreut. Die waren ziemlich zielsicher, ziemlich gut im Ziel platziert. Ja, habe ich mich gefreut drüber. Und das schauen wir uns nochmal an. Weil dieses Fass mit dem Deckel obendrauf, mit dem Bleideckel, das kennen wir in einer sehr feinen Version alle. Das wird hier in einer schmuddeligen, finsteren, gottlosen Perspektive gezeigt. Aber wir kennen auch so etwas, ein Holzgefäß mit einem Deckel aus Metall, das kennen wir auch. Also hochspannend. Ich zeige euch das mal noch. Ich glaube, dass so langsam eine Perspektive entsteht, ja, von dem, was die Bibel sagt. Das ist eins, das ist homogen, vieles ist auch gar nicht neu, weil es aus dem Alten Testament schon kommt. Wir kennen nur das Alte Testament nicht, sondern vielfach sind wir in neutestamentliche Lehren hineingeboren, haben die auch nie anders gehört, aber wir hätten uns mehr mit dem Alten Testament auseinandersetzen müssen, denn das Alte Testament baut auf dem Neuen auf und das Neue auf dem Alten, wie man auch bei Ismael und Isaak erkennt und sieht. Und wenn man sich da beschäftigt mit, ist es immer wertvoll. Ja. Schön. Also, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich denke, dass ich jetzt auch wieder ein paar Videos machen kann, wo mein PC wieder läuft, und hoffe, dass wir da noch so ein bisschen tiefer einsteigen können, auch in die Themen des Judentums, in die Themen des Christentums und in die Themen der Zeit, die vor uns liegen. Jesus Christus kommt. Ja. Alles Gute, euch Gottes Segen und bis bald.